ich krieg ihn fährt, ey. Ich hab vergessen, auf Live zu drücken. Das ist schon das zweite Mal, dass mir das passiert ist. Aber Leute, ganz ehrlich, ihr habt überhaupt nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe selber vor 10 Minuten erst gestartet und bin mal zum Öl runtergefahren. Wollte ein paar Schnecken reintun in die Ölpumpen. Und dann ist der Strom ausgefallen. Aber ganz ehrlich, der Tag heute ist sowieso ein Scheißtag. Heute läuft alles schief, was auch nur angehend schief laufen kann. Eigentlich warte ich ja darauf, dass der Baron da ist, damit ich die peinliche Geschichte nicht zweimal erzählen muss. Aua! Ja, yay! Kriege ich irgendwie diesen blöden Stein hier weg? Mal ein bisschen hier mit Trick arbeiten. Verdammt, hat nichts gebracht. Aber das Ding kriege ich weg, die Palme hier. Alter, mein Inventar ist voll. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar Kraftwerke bauen. Lagerkraftwerke. Powered by Croft. Croftstrom. Lara Croftwerke. Ah, ah, ah. Oh. Ach, ist das dein Ernst? Vor allen Dingen, ich sitze hier und laber und laber und laber und dann gucke ich rüber auf den zweiten Monitor und stelle mir die Frage, bin ich überhaupt live? Hast du ja mal wieder toll gemacht, dass du vergessen hast auf... Ja, voll! Ach so, und ich habe noch darüber philosophiert, wie geil das wohl wäre... Moment... In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich hab's die Orientierung verloren. Wie geil das wohl wäre, so einen Explorer in Real Life zu fahren. Hey, grafikfehler.de. So, ich werde 3 Kraftwerke bauen, anschließen. Und dann mal sehen. Mal sehen, was das so ergibt. Also theoretisch kann ich den Streamstart nochmal nachstellen hier. Hallo, herzlich willkommen zurück. Blablabla. Dann bin ich von hier. Ne, hier habe ich den Stream gar nicht beendet. Egal. Auf jeden Fall bin ich dann von hier zum Quarz gelaufen und habe erstmal den Quarz-LKW gestoppt, weil, wie ihr hier sehen könnt, das Quarzlager überläuft und wir kein Quarz benötigen. Ja, übrigens, der LKW ist voller Quarz und das Ding ist voller Quarz. Wenn die LKW-Station voller Quarz ist, sind die 3 Container voll, die 3 Container voll, die 3 Container voll und der Container voll. Und Öl füllt sich so langsam auch, ne? Guck mal, der Container ist voll. Hier ist noch Quarzlager. Das hier ist das Treibstoffdepot, ist voll, aber das ist auch gut so. Ah, der ist noch nicht ganz voll. Also, wir haben ein bisschen was da. Gut, auf jeden Fall, ich wollte jetzt Strom. Strom! Oh, geil, den kann man sogar wegballern hier, weil das ein Kalkstein ist. Ich frage mich, ob die Dinger hier mal random spawnen. Weil das Ding ist mir im letzten Stream, glaube ich, nicht aufgefallen. So, Fakt ist, wir haben keinen Strom mehr. Das heißt, die Produktion steht hier auch gerade still.
Wenn ich das gerade recht gesehen habe, laufen noch Schrauben, aber nur weil der Container voll ist, wa? Ja, boah, die Produktion steht still. Die Produktion steht still. Tralala, zack. Alter, ich hasse es, hier durchzukommen. Wer das gebaut hat, gehört in den Knast geschmissen. Ich hätte das alles ein bisschen höher setzen müssen, egal. Warte mal, wieso läuft hier eigentlich Kohle immer noch? Ey, wir müssten die Kohle zuvor auch in MK Dry. Und Power on! Weil hier habe ich ja jetzt alles in MK3. Außer da hinten. Weil da musste ich unbedingt MK3 hin. Gott, aber das werde ich mal eben erledigen. Hier einmal alles aufzurüsten. Nein, ich hasse das. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. So, Kohle kommt ran. Aber ich befürchte, Kohle kommt nur so lange ran, bis der Container da hinten leer ist. Und das wird wohl dem... Nee, oh Gott, ich habe vergessen, dass das hier so weit runter geht. Aua. Das hier wird wohl dann demnächst der Fall sein. Weil das läuft gerade ununterbrochen durch, weil die Kraftwerke mehr Kohle brauchen. Ich glaube, ich muss demnächst nochmal einen Kohlebruch erschließen. Ah, siehst du das Ding hier? Wir brauchen hier mehr Power drin. Oh, aber dafür sind jetzt die Förderbänder zu langsam. Gott, wir müssen den Meilenstein mit den MK4 Förderbänder machen. Ja, yeah, wer hätte das gedacht, ey. Guck mal, das ist gerade nur so ein Durchflussverkehr hier. Okay, aber es ist gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen bei Öl erstmal nichts machen. Wir müssen erstmal den Meilenstein mit MK4 machen. Gut, wir machen jetzt erstmal den Meilenstein mit MK4, dann haben wir hier überall MK4 hin. Alter, oh, vorsichtig, ey. Gut Ding will Vorsicht haben. Ach nee, da hätte ich gar nicht springen brauchen. Nein, lass dich wieder hoch. Komm schon, sei kein Frosch. Ha, danke. Oh, hätte ich doch springen müssen. Durch die Kiste kommt man nämlich nicht durch. Na, füllt sich der Container? Ja, der füllt sich sehr langsam. Gut, egal. Erstmal den Meilenstein mit MK4. MK4. Ach ja, ich wollte noch irgendwas umbauen, ne? Stimmt, die verstärkten Platten umbauen. Da kann man jetzt irgendwas mit Schrauben machen.
Ja, MK4 kriegen wir hin. Brennstoffgenerator. Verbrennt Treibstoff um elektrische Energie für den... Ach, nice, Treibstoff, das heißt, da können wir auch Öl reinballern. Nice. Gut. Erstmal die... Wir kümmern uns erstmal um die schwermodularen Rahmen. Guck mal, da haben wir ja schon mal 6. Gut. Kurz mal durchsortieren. Es fehlt an Stangen. Kann ich Stangen herstellen? Kann ich nicht. Ich hau erstmal die Dinger hier rein. Die Motoren. Die Dinger hier. So. Und jetzt holen wir uns eben Stangen von oben. Ich muss euch mal wieder Baron eine Exit-Tabelle anfertigen. Was wir jetzt automatisiert haben. Das habe ich schon wieder vergessen. Yay. Aber ich weiß, dass wir Stangen automatisiert haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier alles noch brauchen, was wir automatisiert haben. Au. Oh, pardon. Oh, die Rohre werden auch langsam knapp. Gut, wir brauchen Rohre, verstärkte Platten, Stahlbetonträger. Rohre, schwere Platten, Stahlbetonträger. Ah, scheiße. Ich habe jetzt schon wieder... Ah, Stahlbeton. Ja, 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 ja. Ich weiß es wieder. Hui. So. Verstärkte Platte, Alter, hier, das kommt hier überhaupt nicht. Da guck mal. Aus Standardrezept ist Eisenplatte und Schrauben. Hä? Moment. Gott, mehr kann ich hier nicht rausholen. Gott, jetzt läuft das hier auch ein bisschen schnell. Oh. Alter, die hat eine Schraube im Inventar.
Gut. So, die Schraubenproduktion, mehr kann ich hier nicht rausholen. Aber das reicht ja auch. So, ja, ich habe jetzt übrigens wieder vergessen, was ich machen wollte. Aber hey, wir machen einfach weiter. Ich bin immer noch live. Check, live, check. Weil ich guck da jetzt alle 5 Minuten rüber, ob ich live bin, ey. So. We need. Verdammt, ich habe Stahlbetonträger vergessen. Und Rohr habe ich vergessen. Und allgemein ist mein Inventar übergefüllt. Guck mal, jetzt mal die ganzen Drähte weg hier. Und schon da hier der Platz drin, immer. Ist auch das richtige Lager, ne? Ja. So, Platten haben wir, Rohre und Betonträger aber nicht. L-Rohre. Wie voll sind eigentlich mittlerweile die Rohre? Bis in welchen Lagercontainer? Ei, wir haben eine Menge Rohre. Da wird immer mein Rohr zeigen. Zack, zack, sortieren. Den Stack hier noch voll. Warte mal. Wieso wird hier so langsam produziert? Wir brauchen nachher so. Also an Beton liegt es nicht, das liegt hier dran. Die ist so langsam hier. So, Strom bitte nicht einbrechen. Ha, danke. Warte mal, ich hau den hier nochmal voll. So. Ich hoffe, dass der Strom jetzt reicht, ey. Ja, er reicht. Naja, ich habe aber die Ölproduktion nicht laufen. Das muss man bedenken. Und Quarz ist auch pausiert. Ich glaube, wenn alles in Vollpower läuft, dann ist hier Feierabend. Dann geht hier gar nichts mehr. Ich hoffe, dass dieser komische Brennstoffgenerator mehr Strom bringt als die Kohlegeneratoren. Also, 8 pro Minute, damit kann ich leben. Alter, aber das läuft ja trotzdem immer noch viel zu lahm, ey. Gut, der kommt aus 2 Containern, den Saft. Stahlrohre brauche ich nicht beschleunigen, das reicht. Gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Weil wir brauchen. Ach, wir brauchen nachher so viele Stahlbetonträger, das glaubst du gar nicht. Das kann man nicht glauben, hör mal. Warte mal, was fehlt mir denn noch für die hier? Ah! Schrauben. Schäbig. L-Schrauben. Wie die Kabel auch schon voll sind. Das Schrauben muss ich auch von unten holen. Die habe ich oben nicht.
Oh, Schrauben bleiben tatsächlich stehen hier. Alter, Platten ist alles voll. Ach verdammt, ich bin in der falschen Etage. Ja, GG. Hier ist Quartz, schön auf dem Präsentierteller. Really not okay. It's really not okay. No, 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 no. 79, 80. Sehr schön. Oh, jetzt brauchen wir wieder Schrauben. Wir brauchen Schrauben, Stangen und versteckte Platten. Digga, wo sind die versteckten Platten? Und Schräubchen. Jedes Schräubchen hat ein Täubchen. Was? Hä? Warum habe ich eigentlich die Blätter immer noch hier drinne? Weg, weg. Was fehlt hier jetzt schon wieder? Ach, die Rohre.
kann hier unten nicht. Habe ich MK2 eigentlich? Ja. Dann mache ich das hier runter nicht mal mit MK2. Gut. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich holen wollte. Stangen und versteckte Platten brauche ich. Und Rohre. Jetzt, wo waren denn jetzt nochmal die Platten, ey? Ja. Stangen. Hier sind keine Stangen, hier sind die Stangen. So, ich hau das jetzt hier mal ganz durch, alle 33 modularen Raum. Oh, das war's schon. Lohnt sich das Zurücklehnen ja gar nicht. Es mangelt schon wieder an Schrauben. Wie gesagt, wir brauchen so viele Schrauben. Fast für einen so einen Rahmen brauchen wir 100 Stück. Diese schweren Rahmen herzustellen ist das Schlimmste, ey. So, jetzt wollen wir den modularen Rahmen da finden und Stangen für und so wieder nach oben. Connected. Sound muted. Sound resumed.
Ah, keine Dode mehr. Hier sind die Loli. Was fehlt hier? Stangen, yay! Ich glaube, wenn ich noch einmal neu anfangen, werde ich versuchen, irgendwie da hinten hochzukommen. Das wäre oben am Felsen bauen. Ne, hier mal hier. Hier ist langweilig, hier kann jeder. Mal eine andere oder vielleicht unten mal vorbei. Sich gleich am Anfang des Spiels sich mit Spinnen anzulegen, ist wohl keine gute Idee. Weil man keine wirkliche Nahkampfwaffe hat. Nur diesen komischen Billo-Kram von die Mama aus dem Zug. Ja. Das ist jetzt ein neuer Film. Nicht schmeißt die Mama aus dem Zug, sondern kickt die Mama aus dem Zug. Oder das heißt, schmeißt die Oma aus dem Zug. Ach, kein Plan. Hab den Film nie gesehen. Irgendwas von Heinz Erhardt, glaube ich. Nee, Heinz Rühmann? Ach, kein Plan. Von Heinz Erhardt kenne ich eigentlich jeden Film. Ach, jetzt fehlen wieder Schrauben. Ach, Wolfenstein.
kann immer nicht verstehen, wieso ich hier nicht vorbeirenne. Warum ich hier immer vorbeirenne. Aber Platten wollte ich gar nicht, sondern Stangen. Hier sind keine Stangen. Was? Hey, hör mal, hallo! So, mal gucken, mal wie viel wir jetzt sind. Bei 71, wir brauchen noch 4. 4 Dinger noch. Und dann ist hoffnungsweise das Schwerste getan. Alter. Alter. So. Oh, was fehlt denn jetzt? Rohre. Ha, wir haben die Rohre. Nice. Die internationalen Rohrbedingungen. So, dann kommen jetzt die Motoren. Was brauche ich denn für die Motoren? Gott, ich brauche eine Menge Kabel. Verdammt, das andere habe ich vergessen. Ach, und Rohre. Server group assigned. Huh?
Ja, das hat noch nicht ganz gereicht. So, was fehlt? Draht. Wie viel brauchen wir denn noch? 58. Hoch. 58 Motoren.
Gott, wir sind die Motor, die Dinger hier, die Rohre und die Rotoren, Statoren ausgegangen. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden, ey. Und Draht habe ich noch. Bösen, guten Draht zu gutem Spiel. Und 33 brauchen wir noch. Ah, halt! Muss ich aufpassen hier. Wir wollen ja nicht mehr herstellen, als nötig ist, ne? So, und jetzt brauchen wir noch die Computers. Ey. Brauchen wir Platin und Kunststoff. Ah, wir brauchen Kunststoff. Also Öl muss her, Öl muss her. Drähte kann ich gerade nicht gebrauchen. Und die Eisenplatten eigentlich auch nicht. Da haben wir so viele Eisenplatten. Gut, Öl. Wir brauchen eine Menge Kunststoff. Ich hoffe, ich für mein Vorhaben jetzt genug Öl auf Lager habe. Hatte ich hier nicht mal in der Werkbank stehen? Nee, aber ich habe hier unten eine. Und zwar den Schlepper. Eigentlich habe ich zwei hier unten, weil ich habe da zwei Schlepper stehen. Einmal den Quarzschlepper und einmal den Schlepper hier. So, wir brauchen Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff. Yay! Und davon eine Menge. Weil wir eine Menge Platin brauchen. Einmal aus Brennstoff, ja, das können wir easy automatisieren nachher für den Brennstoffgenerator. Thank you.
So, das sollte schon reichen am Platin. Den Rest verballern wir jetzt in Kunststoff. Ja, das reicht nicht an Platin. Wir brauchen 750 Platin, Alter. Gott, wir brauchen Schrauben.
Das ist hier alles viel zu ätzend. Alter, 16 Schläge, so ein scheiß Computer, ey. Kunststoff fehlt und Drähte fehlen. Ich muss eben abchecken, wie viel Energie wir verbrauchen, weil wir brauchen Öl hier oben, damit wir den den Brennstoffgenerator zum Laufen bringen können. Oh, jetzt hart am Limit, ich weiß nicht. Ich hoffe, das Stromnetz bricht jetzt nicht ein. Ich werde auch erstmal nur eine Ölförderpumpe aktivieren. Ach, scheiß drauf, Alter. Wir machen jetzt das hier fertig, was wir angefangen haben. Ach ja, warte mal. Ah, die Schrauben, Alter, 60 Schrauben braucht so ein scheiß Computer, ey. So viel Schrauben hat meine noch nicht mal. Und jetzt brauchen wir wieder Kunststoff. Warum macht eine Taschenlampe eigentlich dieses Geräusch, wenn man sie anmacht? Wenn ich meine Taschenlampe anmache, die macht kein Geräusch. Und wieder zurücklehnen. Oh, ist das aufregend? Ist das aufregend? Das ist aber nicht krass. Je mehr Inventarplatz du hast, desto mehr Scheiße hast du mit dir rum, Alter. Je größer das Inventar ist, desto mehr schleppst du mit dir rum. Ich werde ja langsam hippelig, ey. Ich muss den Scheiß automatisieren, aber ich habe keinen Bock, den Computer zu automatisieren, weil das einfach zu viele Sachen sind, die ich automatisieren muss, ey. Oh.
Oh, Metro, Metro. Eigentlich wollte ich ja heute Abend nochmal GTA RP streamen, aber irgendwie habe ich keinen Bock da drauf. Ich bin irgendwie nicht in RP-Stimmung. Ich will ja lieber Satisfactory spielen. Ich will Unreal Tournament spielen. Ey, ein Computer. Schnell machen, ey, bevor es da nicht mehr geht. Alles mitnehmen, was mitzunehmen ist. Gut, wir brauchen Drähte, wir brauchen Kunststoff, wir brauchen alles. Boah, das geht so leider nicht. So, hier liegt es an Kunststoffmangel und hier liegt es an Kunststoffmangel und Drähte gehen langsam zu Ende. Da müssen wir nochmal wieder rechtzeitig bestellen, die Dreadles. Also ich meinte nicht Drähte, ich meinte Kabel. Oh, das war ein 360 zu viel. Bei Quarz sind die Lagertürme alle voll. Bei Öl leert sich das langsam, weil kein Öl rankommt, aber wir gerade eine Menge Öl verbrauchen. Ach, da hört es auch schon auf mit dem Öl.
Computer herstellen ist so ätzend, ne? Normal müsste man Spiele im Koop spielen, aber der Koop, der Multiplayer-Modus ist mir einfach noch zu laggy. Hey, jetzt fehlt es ja wieder an Kunststoff. Ich glaube, ich muss doch Öl losschicken. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier aufzuhören. Ich mache jetzt hier schön weiter, wo ich angefangen habe. Jetzt fehlt's an Drähten. Schon wieder Metro Exodus. Nicht genug Platz, ich breche ins Essen. Machen wir eben Platz.
Verdammt, ich habe mich vergessen zu entmuten. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich kann mir merken, wo ich stehen geblieben bin. Alter, ich wollte gerade sagen, dass das ein Reh. Ich frag nicht warum. Computer machen und. Ich mach kurz Pause. Es gibt Essen hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde aber jetzt den Stream beenden und sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Hauen Sie rein! Tüdelü!